haben. Okay. Da eine Schaufel da fallen lassen. Ah, ah, also habe ich mich erschrocken. Hallo Menschen und herzlich willkommen, euer Sensel Survivor wieder hier und weiter geht's mit der nächsten Runde mit dem lieben Tim aka Trasar. Ja, und ich muss sagen, 8 Monate Handshoulder und Abstinenz machen sich echt bemerkbar. Es ist immer wieder erstaunlich, wie schlecht man doch wird. Nicht, dass ich jemals gut war sozusagen in Hand, aber die Verschlechterung ist doch echt spürbar. Die Zeit, die man nicht zockt, obwohl ich dann immer trotzdem noch zwischenzeitlich Shooter gespielt habe, bin ich einfach mal nur eine Wurst. So, wünsche euch aber trotzdem viel Spaß mit dem Video. Lasst gerne ein Abo oder Like da, würde ich mich riesig freuen. Bis dahin, tschüssi, euer Senseless. Ich habe ja auch nicht schlecht geguckt. Ich habe 2 neue Jäger gekriegt. Die hier jetzt. Und diesen rabiaten Typen mit seinem Stachel. Hä, die gibt's doch aber als DLC. Echt? Ja, das sind DLC-Jäger. Ich habe aber... Ah, doch, doch. Mist, Quatsch, natürlich. Ich habe mir irgendwann mal DLCs geholt. Ich habe die mir gekauft, aber. Bei der, die du jetzt spielst, ist auch eine schöne Sparks und eine Pax dabei. Aha. Und bei dem anderen ist eine Armbrust und eine Romero Handcannon Hatchet dabei. Ja, doch, ich kann mich dumm erinnern. Es ist so ungefähr ein paar Monate her. Da habe ich. Da habe ich einen Einkaufstour gemacht, das stimmt. Ich habe es ganz vergessen. Und ich freue mich. Ich habe gerade gelacht. Ich dachte mir, hey, da haben sie wohl Fehler gemacht bei mir. Aber nein, ich war da Drops. Aber jetzt ist die Mark nur noch 50 Pfennig wert, weil die Freude halbiert wurde dadurch, dass ich gedacht habe, sie haben sie mir geschenkt. Aber ich habe es... Entschuldigung, ich schalte beim nächsten Mal die Schnauze. Nee. Ich lass dich in dem Glauben. Ach, Tim, ja. Das macht wieder Spaß. Hat mir sehr gefehlt, muss ich sagen. Ja, schade, aber ich war ein bisschen irgendwie angenervt. Es ging ja auch nicht mehr mit der Facecam. Jetzt scheint es irgendwie zu funktionieren. Ich hoffe, dass das dann auch alles synchron ist dann. Weil ich hatte es schon mal, da war die Stimme zum Bild nicht mehr synchron bei mir, da musste ich die Kamera wegschmeißen, also mein Face wegschmeißen. Mhm. Was kein großer Verlust ist für die Welt, aber... Doch, das will ja keiner. Aber es ist halt schöner, wenn du auch unten so die Fratze mal mit siehst und so. Richtig. Mhm. Gibt auch bald wieder ein neues Event, hast du es mitgekriegt? Mhm. Ab 25. September. Okay. Nee, 22. Nee. Doch, 25. August bis 22. September, so rum. Oh, das ist schön. Das passt. Da, ab 23. September kommt dann Diablo 2 Resurrected. Ach. Dann kann ich ja hier das Event komplett noch mitnehmen. Ja, sehr geil. Wird sehr indianerisch. Oh, guck mal, wir kriegen eine zweite Chance an der gleichen Stelle, wo ja. Wir gespawnt sind. Wird sehr indianerisch. Ja. Okay, cool. Ich kann dir mal einen Link zum Trailer schicken. Ja. Also man sieht 2 verschiedene Indianer im Trailer, die in irgendeiner Form wohl als Legendary dann kommen. Ich schätze mal, der eine als DLC und der andere als freispielbarer Charakter. Und dann ein Tomahawk wird geschmissen. Keine Ahnung, ob das irgendwie eine neue... ob es nur ein Skin fürs Wurfmesser ist oder ob es wirklich eine neue Wurfwaffe ist. Keine Ahnung. Ja. Und ja. Ich schick dir mal den Link. Jo. So, gucken wir mal, ob da wieder jemand kommt. Wo ist denn der Hinweis da hinten? Also ich sehe niemanden. Ich auch nicht. Das sind Raben. Ich steche den Bruder hier ab. Ja. Klingt nach einem Plan. Mhm. Zwar nicht ausgeklügelt. Ja, wo ist denn das letzte Detail? Da hinten. Ich behalte den Hive im Blick. Wenn du ihn aufschreckst, schieße ich ihn. Okay. Aber sieht bis jetzt noch gut aus. Hier tanzt so ein Fetzer rum mit seinen Maden. Habe ich eine Giftspritze?
ich nicht. Wart, den lenken wir ab. Ich hab abgelenkt. Hab ihn. Okay, hier hinten ist so eine kleine Supply-Kiste. Sagt man Supply-Kiste? Ich weiß, oder? Was du meinst. Manche nennen es einfach nur Consumable, andere sagen Toolbox. Ah, Consumable. Ah ja. Also ich hab's sonst immer Brotbüchse genannt. Kannst auch Brotbüchse nennen. Wohin? Das ist jetzt 50-50 Chance. Okay. Ja. Aber ich hoffe mal, dass es Aden ist, da bin ich so gern. Ja. In der Tat wurde es mir beim ersten Spiel etwas schwindelig. Weil es doch wieder scheinbar. Naja, und bei dem Schnellspiel. Es ist wieder eine andere FPS scheinbar als bei Tarkov. Weißt du, so leichte kleine Unterschiede macht es dann schon aus. Ja, aber ich finde es, hier ist Geld. Ich finde es faszinierend, dass du da so drauf anschlägst. Ja. Oh. Ui. Ei. Okay, der Boss ist goldener Morgen. Gut. Was? Was? Alter, habe ich mich erschrocken. Ich gehe da ganz unschuldig zum Clou, denk mir nichts Böses und auf einmal kriege ich Blutungsschaden. Der Stachliche, er kommt zurück, hast du mich abgesehen, der Idiot! Ich bin erfolgreich abgehauen. Jetzt kommt er zu mir. So. Jo. Aber jetzt ist er tot. Okay, da bist du, okay. Gut, wo gehen wir hin? Goldener Morgen. Den neuen Boss kennst du aber, oder? Ja, den habe ich schon mal einmal gemacht. Ja, gut. Der war recht lustig mit seinen. Da ist mir auch aufgefallen, dass ich das Stacheldraht oder den Stacheldraht nicht mehr so einfach kaputt kriege. Ja, das Stacheldraht musst du jetzt zerschneiden. Ach, also, Kacke. Leichter Schlag mit Messer. Ja. Also, der Schnittangriff, der Stichangriff funktioniert nicht. Oder halt eben so Sachen wie Axt oder das schwere Messer. Alles andere funktioniert nicht mehr. Also wirklich alles, was eine Schneidbewegung macht. Keine Stichbewegung, kein stumpfer Schlag. Nur noch Schnitte. Mhm. Oder du kannst ihn wegsprengen mit Dynamit oder so. Ja. Oder lange Munition. Okay. Kann den auch durchschießen. Leichten Schnitt mache ich bloß mit der Maustaste, mit der linken Maustaste mit dem Messer, oder? Bitte was? So, bei Schweren muss ich rechts halten, rechts. Was denn? Einen leichten Schnitt mit dem Messer? Einfach, mach ich halt einfach klicken. Mit der Maus. Einfach klicken. Mhm. Einfach klicken. Gedrückt halten ist ein schwerer Angriff. Ja. Oh, rot, hier ist ein Spieler. Ich glaube, ich habe was auf Blech gehört. Da drinnen läuft was. Einer hat gehittet, geschlagen. Okay. Hast du sie? Ja. Ich kann gerade nicht pingen. Okay. Dann schießt er zurück. Hier. War er zumindest. Ich sehe ihn nicht mehr. Ja. Keine Ahnung, wo er hin ist. Der da noch? Ne. Mist. Ah, ich hab ihn gefunden. Oh, ich geh rüber. Mensch, muss ich heilen. Der war rechts auf dem Dach. Ja. Oh, einer schießt aus dem Fenster. Ja. Der hat Munition, die Blutungsschaden verursacht. Musst du aufpassen. Okay.
Der Typ auf dem Blechdach ist weg. Wieso treffe ich nix? Einer hat einen Hit mit den Sparks. Was, wieder auf dem Blechdach? Ja. Ist er noch auf dem Dach oder nebendran? Ne, der ist unten im Acker, im Getreidefeld. Ich sehe ihn nicht mehr. Hat einen Hit mit der Sparks. Er braucht nur noch einen, dann ist er tot. Down. Sehr gut. Zweiter ist tot. Schön. Guck mal, ob noch rot ist. Glaube. Achso, nee, wie mach ich das? Einfach Schatten sich benutzen. Ja, es ist noch rot, ist noch rot. Hier kommt noch Dynamit. Ja, hier hinten irgendwo. Da drin. Da drin. Draußen? Da drin. In diesem, okay, Vorgebäude. Okay. Einer hat einen Treffer. Ich bin drin. Hat sich geheilt. Down. Sehr gut. Sehr gut. Noch weit? Warte. Ja, es ist weiß. Es war rot, es war weiß, meine ich. Es war rot. So, oh, da haben wir hier einen. Hier liegt einer. Sehr schön. Der hat eine Uppercut, wenn du das, wenn du die haben willst. Oh, I love Uppercut. Ja? Wo ist denn der, den du geholt hast? Der liegt vorn drin, wenn du durch den Mauerdurchbruch kommst. Also wenn du jetzt, dann links. Von dir aus jetzt links. Ihn. So, ich hab ich dann gar nicht gelootet. Ich hab bloß Pistolen genommen. Oh, 500. Nein. Ach nee, doch, ich hab gelootet. So, ich guck mal. 500. Ich hab da schon noch nicht drauf geachtet, was ich gekriegt hab. Wäre es okay, wenn ich dem Boss den finalen Schuss gebe? Natürlich. Weil dann nehme ich dem seine Schrotflinte mit, er schießt dann mit dem Boss zum Leveln, dann nehme ich meine Sparks. Ja. So, wie machen wir dem Erschießen? Ja, den Boss? Dem erschießen. Boss? Erschießen, erschlagen. Also, wir finden hier halt nichts. Wir müssen dem jetzt erstmal Schaden machen, dass er Sachen fallen lässt. Jetzt ist er im Makromodus, da lässt er Sachen fallen. Ja, kann man da noch Schaden machen? Ja, er kriegt halt weniger Schaden. Okay. Da eine Schaufel hat er fallen lassen. Alter, hab ich mich erschrocken. Ich bin das doch gar nicht mehr gewohnt. Ich kenne doch die NPCs nur schon lebend, weißt du? Oh, da hockte der so. Du hast wieder Akro. Okay. Kurz warten, bis die Akrophase rum ist. Jetzt fackelt er sich ab. Was auch immer der jetzt fallen lässt, können wir nicht benutzen. Ach, shit. Ja. Oh. So, jetzt noch einmal die Akrophase abwarten, dann würde ich ihn erschießen. Ja. Uah. Aua! Aua, Stacheldraht! Einfach raus. Oh, es ist so ein Nervenkitzel schon wieder für mich hier. Raus hier. Nein!
Medipack hat jetzt nicht zu. Nein, stirb nicht. Jetzt, jetzt. Komm, der ist tot. Ach so, Medipack brauche ich jetzt nicht mehr. Yippie, yippie. Sehr schönes Ding. Das war eine ganz schön knappe Kiste eben. Oh. Hat er dir gut zugesetzt, ja? Ja, der hat mir doch mal ordentlich eine mitgegeben. Zieht er mir einfach schön auf. Ey, hier liegt ein Perk. Ja, stimmt. Perks. Perks kann er auch fallen lassen. Schlange. Na, können wir doch gleich mal mitnehmen. Munition hat er fallen lassen. Ach, das ist Munition. Ah, sehr gut. Geil. Geiler Typ. Ja, nochmal. So, ich schläg mal ein paar Bären fallen. Ja. Meinst du, uns gehen Blaubeeren und Himbeeren ins Netz? Davon bin ich fest überzeugt. Vielleicht auch ein paar Erdbeeren, wenn es gut läuft. Oh, ich liebe die. Okay, hier haben wir noch eine. Die lege ich mal da oben ans Fenster. Na, ich probiere mal. Mit dem normalen Messer brauchst du 2 Treffer. Mit einem leichten Schlag. Ja. Sehr gut. Mittlerweile laufe ich aber auch einfach durch, um wegzumachen. Ach so. Es geht einfach deutlich schneller. Du kannst auch die Schaufel nehmen. Der leichte Angriff mit der Schaufel ist nämlich mit der Seite. Ja, der ist irgendwie nicht richtig stark. Da könnte man auch durchlaufen. Oh, hier ist auch noch Munition. Und noch eine Rotbüchse. Wir sind ja bestens ausgerüstet. Ja. So, gucken wir mal. Mach mal das Tor zu, oder? Mhm. Aber den Stacheldraht am Tor kannst du da lassen. Ja, habe ich alles gelassen, wollte bloß den hier unten. Kann sein, dass sie noch zu uns kommen, diesen Sweetbell. Ja. Das wäre nicht schlecht. Ja, hätte ich auch Bock drauf. Mhm. 2 Ausgänge hier oben. Vielleicht motiviert die das ja ein bisschen. Das Schöne ist halt, zumindest in der Theorie sind wir hier deutlich im Vorteil. Weil wir hier haben hier drin Munition und Heilung und alles und die haben draußen gar nichts. Mhm. Boah, jetzt hat mich hier irgend so ein Vieh gestochen. Das juckt das, ich hasse das. In Real Life? Ja. Ob es meine Hand da juckt, weiß ich jetzt nicht. Ja, ich habe auch Mückenstiche abgekriegt. Ich war gestern noch mal im Garten. Mhm. So. Guck mich direkt mal um. Nice, hat aufgenommen. Ja? Keiner da. Das gibt's doch nicht. Die scheinen rauszugehen. Also ich weiß nicht, ob das was bringt, denen jetzt hinterher zu rennen. Ich würde sagen, wir gehen raus. Ja, dann gehen wir raus. Und machen dann lieber noch eine Runde und gucken, dass wir vielleicht auf die neue Map kommen. Ja. Achtung, da liegt eine. Ich bin in eine deiner Fallen gerannt. Ich will mal gucken, ob wir noch ein paar Hunde sehen. Müsste ich noch ein paar erschießen. Ja. Na, ich werde noch ein paar. Achso, wenn Uppercut-Kills machen, zählt nicht von Uppercut, glaube ich, oder? Doch, klar. Okay. Wenn du die leveln willst. Ja. Ja, ja. Doch. Einfach alles töten. Dann lass ich dir mal die ganzen Gegner stehen. Nö, mach ruhig, mach ruhig. Oh, der Uppercut ist so nice. Ja, auf jeden Fall. Oh, hier ist ein Meathead, den spreng ich mal weg. Vielleicht lässt er was fallen. Yes. Ach, das ist ja der von vorhin. Mhm. Man kennt sich. Ja. Hat keinen Trade fallen lassen. Ich hab Boxhandschuhe mit. Bam! Hier, Axel Schulz. Immer. In Bestform. Oh, hier sind Hunde hier hinten, hinterm Zaun. Okay. Ja, einer. Ich hab dich. Ach, einer? Ja. Eine arme Seele in Not. Ah, ne, da ist noch einer. Ich schmeiß vorbei. Du kriegst das. Oh. Du hast alles im Griff. Du hast alles im Griff. Ja. Ey, hier sind
Kam da nicht noch einer hinterher oder was tut das? Ich habe keine Ahnung. Ich bin auf dem Weg zum Ausgang ganz gemütlich. Okay. Oh. Moment. Ich muss Simulatoren mit Kopfschüssen töten, das sind immer wieder spannend. Ja. Jetzt rennt er hier. Jetzt ist er auf 180. Scheiße. Gut, alles gar kein Sehr Problem. Läuft alles auf Plan. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. So, ich guck mal da oben, da ist gerne mal eine Kasse. Ja. Ich glaube heute nicht. Da sitzt auch noch so ein Ocher. Doch, hier ist eine Kasse. Hey, cool. Ich bin aus der Zeit rausgelaufen. Ich hab wieder angefangen. Kann ich den noch abstechen hier? Na, ist schon tot. Na, wer noch nicht will, der hat. Ach, schön. Macht das Spaß. Ich bin immer froh, aus der Runde rauszukommen, in der ich 500 Dollar gelootet habe. Du hast sie dir verdient. Ja, denke ich mir auch.